Ein wunderschön herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich heiße wieder die Lange Nacht der Wissenschaft, startet wieder am 21.05.2022. Wir sind wieder mit dabei. 2019 war ich ja auch schon mit dabei und diesmal sind wir auch wieder mit dabei mit offiziellen Presseticket. Und was heute so alles passiert, das erfahrt ihr in dem Video. Zum ersten Ziel, das ist das Jugendzentrum Connect, was in der Nähe vom Fürther Hauptbahnhof in der Berufsschule 3 ist. Und da kann man lustige Roboter zusammenbauen und was auch immer. Nun geht es weiter nach Nürnberg. Genau, das ist einer der Säle halt, die wir haben. Da haben wir jetzt vorhin zwei so Clips gehabt, die einfach nochmal Kino erklären, diese ganzen Geräte, die wir draußen haben, nochmal erklären. Dann haben wir die Projektoren gezeigt, mal hinter die Bühne geschaut, wie es da aussieht. Also in dem Film wird dann auch mal erklärt, wie Projektionen funktionieren. Ja. Also mit denen, wie Film ist. Das zeigt man dann halt immer, wie das mit den Einzelbildern ist. Das wird natürlich in dem Film wesentlich gut, besser erklärt, aber das kann man dann nochmal in die Hand nehmen, mal anschauen. Erklärt, wie das funktioniert mit der Projektion, wie neue Projektion, digitale Projektion jetzt ist, der Unterschied oder Vorteile und Nachteile. Ja, weil so eine analoge Rolle, ich meine, das wiegt 30 Kilo, wenn da ein Film drauf ist, dauert das 90 Minuten Film ist es ungefähr. Ja. Das wiegt 30 Kilo, also sehr schwer und es ist sehr teuer, Kopie zu machen. Das heißt, wenn es hier 50 Kopien gibt, dann können natürlich auch nur 50 Kino den Film spielen. Ja, ja. Und viele Kino mussten dann ja früher immer warten, bis sie dran waren, den Film zu spielen. Das heißt, jetzt gibt es alles digital. Das ist dann alles, was hier steht. Ja. Da gibt es eine Festplatte oder man lädt das runter. Und da können jetzt natürlich wesentlich mehr Kinos gleich am Anfang diesen Film spielen. Ja. Hier projiziert man dann mit dem Beamer und hier einfach mit diesem Projektor, wo der Film dann umgelenkt wird, hier. Ja. Reingeht zu den Objektiven und unten wieder rauskommt und hier wieder aufgewickelt wird. Im Endeffekt vom Vorführen hat sich nicht so viel verändert. Zu der A.K.Kino Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Jetzt geht es zu MAN, ist ein Drug-Hersteller. Da waren wir ja, habe ich auch schon ein paar Mal darüber berichtet. Jetzt lange nach der Wissenschaft. Mal schauen, was es hier vor Ort gibt. Und da auf jeden Fall jede Menge. Die Akademie haben wir abgeschlossen mit ein paar wundervollen Eindrücke, aber jetzt geht es zu MAN.
Hier sind wir vom Funk Lust fertig und hier geht es weiter zu der nächsten Station, wo wir hoffentlich einen Kollegen von uns treffen und dann schauen wir mal, was er so aktuell gemacht hat. War die 10. Lernenacht der Wissenschaft in Fürth, Erlangen und Nürnberg. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie das letzte Mal 2019 und 2021 war dies ja all digital. Eine schöne Veranstaltung, super veranstaltet, 2-3 Kleinigkeiten. Aber das ist irgendwie bei jeder Veranstaltung immer so. Manchmal die Ausschilderung von den Orten, das ist nicht immer dann einfach. Man erkennt irgendwie nicht immer so, wo sind die denn hier genau. Man hat natürlich eine gute Planung und man kann eben da schauen, wo die sind, aber nicht jeder hat zum Beispiel ein Smartphone dabei und der kennt sich erstmal vielleicht nicht so gut aus und da könnte man vielleicht nochmal ein bisschen mehr umsetzen, sodass dann die Person echt auch wirklich finden. Aber sonst war da auch relativ wieder recht lustig, interessant. Viele Informationen habe ich ja mitgenommen. Ich war ja zuerst im Medienzentrum Connect in Fürth. Danach war ich ja in diese, wie heißt das hier? In dieser Film- und oder Kunst- und Kultur Akademie ja drinnen. Die war ja auch sehr toll, und da gerade einen Zug vorbei. So. Und danach war ich ja MAN, da habe ich 2021 auch schon mit denen ein bisschen der Quatsch, mit den Löwen, die da eben waren, die auf der Online-Plattform virtuell da waren. Das war auch ja sehr schön. Aber kommen wir wieder zu unserer Lernenacht der Wissenschaft. Und dann bin ich ja nach Erlangen gefahren. Und in Erlangen habe ich auch so ein paar Orte gesehen. Einmal Funklust habe ich ja mal reingeschaut, habe da 2-3 Fotos gemacht und dann kam auch noch, war ich beim Timo, ein Kollegen von Ego FM Junge Talente, den habe ich ja getroffen und zusammen haben wir dann eben ein bisschen Deutsch, Französisch, Englisch, so eine Institut angeschaut, die auch sehr nett waren, wo ein paar Aufgaben zum Lösen gab. Und zu allerletzt sind wir noch so wieder zurück zum Schlosspark gelaufen, um einen kleinen Zukunftstrack was in der Zukunft sein könnte, uns angeschaut. War auch sehr interessant. Und sonst waren viele informative Sachen dabei. Ich sag damit, das war die 10. Lernenacht der Wissenschaft und somit auch sehr spannend und sehr lustig.
Ich möchte hier damit auch nochmal sagen, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und in 2 Jahren geht ich dann natürlich zu der nächsten Lernen nach der Wissenschaft. Oder auch so da nächstes Jahr. Ich bin mal gespannt, wann die nächste ist. Und dann werden wir wieder vor Ort sein und berichten. Auf Instagram werde ich euch jederzeit über Veranstaltungen und Co. berichten. Folgt mir da immer sehr gerne. Facebook bekommt ihr die Informationen auch noch. Allgemein soziale Medien. Folgt mir einfach. Und dann sage ich damit schönen Tag, macht's gut, bleibt gesund.